Der Fischer überlebt mit 0 AP. Bro, das ist so viel Damage. Digga, wir gewinnen das Spiel. Oh mein Gott. Das war ein guter Hit. Die neuen Clash Royale Bankings sind endlich da. Und im heutigen Clash Royale Video will ich dir die Top 3 besten Decks vorstellen, die du nach dem Update unbedingt mal probieren sollst und die unfassbar stark sind. Also gerne bis zum Ende dranbleiben, einen fetten Daumen oben lassen und gerne auch an Code Morten im Shop randenken, wenn ihr mich kostenlos supporten wollt. Deck Nummer 1 ist ein All-Time-Classic Royal Giant Cycle. Verschiedene Evolutionskarten möglich. Ihr könnt Firecracker spielen, ihr könnt irgendwie, keine Ahnung, ihr könnt Badge spielen, Archers, Ritter, all diese Karten funktionieren. Meiner Meinung nach ist das die beste Variante. Vor allem mit dem Monk mittlerweile gebufft, wirklich sehr, sehr geil in der Meta gegen die ganzen Evolutionsbomber-Spieler, gegen die ganzen Kanonen. Cannoneer-Spieler, aber auch natürlich gegen Lil Prince unfassbar stark. Also, wie gesagt, Royal Giant, overall ein sehr, sehr guter Pick. Das ist meinem auch die beste Variante. Rein in den Aal. Oh, nee, Digi. Okay, to be fair, das Matchup ist ganz gut. Wir spielen gegen Icebow. Aber, Bro, Junge, gegen so einen X-Bung-Schwitzer, Digga, gar keinen Bock, Mann. Also, wirklich gar keinen Bock. Aber er, wobei, spielt er? Okay, vielleicht spielt er auch anders. Also, normalerweise spielt er mal Icebow. Vielleicht hat er ja sein X-Bow-Deck angepasst. Wir sehen. Ich werde sehen, er hat Eisgäste und ist drin. Oh, wow, 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 wow. Könnte, ja, das Ding ist, er hat Firecracker. Dann haben wir wieder den Morgen. Also Morgen, wie gesagt, meine Lieblingsvariante, aber wie gesagt, Royal Giant ist einfach so unfassbar solide. Und es geht halt für mich auch immer darum, Decks zu zeigen, wo ihr die nicht unfassbar, also natürlich sind die auch unfassbar stark, ne? Aber der Main-Punkt ist halt, an den Decks, dass ihr halt verschiedene Evo spielen könnt. Beziehungsweise, ja, jede einzelne Evo passt wirklich gut ins Deck. Ritter, Skellies, Archers und so weiter, Bats. Das heißt, welche Evo auch immer habt, packt sie in das Deck und es wird funktionieren. Der Gegner hat Guards, da ist natürlich Log E-Spirit sehr, 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 sehr effektiv. Trotzdem, immer ein bisschen aufpassen, dies, das, Ananas. Wenn wir vielleicht mal in einem schlechten Cycle erwischt werden, könnte es krachen. So, was machen wir jetzt? Spiele ich jetzt hier meinen Königsgiant nach hinten? Ich bringe mal meinen Königsgiant nach hinten. Okay, aktivieren den King Tower, wir kassieren einen Hitter, aber ich denke, ist okay. Jetzt hätte ich gerne einen Monk davor. Das Ding ist, to be fair, Guards plus Mighty Miner ist ein bisschen nervig. Guards plus Mighty Miner ist wirklich eine sehr, sehr nervige Variante. Verglichen zum Beispiel Karten zu Guards Skellies oder, ich meine, Mighty Miner Skellies oder so. Okay, was ist er jetzt am Kochen? Das war jetzt irgendwie nicht so gut, weil es ist ja ein fetter E-Spirit. Oh mein Gott, der E-Spirit! Und der Roy Giant ist jetzt einfach mal dran. Also der Roy Giant Wood hat auch irgendwie gar keinen Hit mehr gemacht, aber overall ist es fein. Wenn er jetzt links reingeht, okay, Plan, Monk hinten, dann entweder Evo Skellies oder Fisherman und dann eigentlich ein RG. Er wird wahrscheinlich Bombenturm haben oder Tesla. Aber wahrscheinlich, boah, wobei, mit Guards denke ich eher Bombenturm, aber es könnte natürlich beides sein. So, Skellies ready, weil er hat kein Holz im Sack, er müsste EQen, das wäre schon arschteuer. Oh, er hat Tesla. Das ist natürlich ein bisschen unlucky, Digga. Das ist natürlich ein bisschen unlucky. Natürlich kriegt unser Monk ja deutlich weniger Value, aber ist okay. So. Ich bring jetzt hier einfach mal die Build hier rein. Zack. Fischermann mal so. Guter Fischer. So, wo kommen jetzt... Okay, nächster Tesla. Nächster Tesla einfach mal rein. Aber was mache ich jetzt, wenn ich den nächsten Royal Giant reinbringe? Kracht's da nicht bei ihm komplett? Okay, Evo Quickerin. Ich bring jetzt hier mal meinen Lord plus E-Spirit. Oh mein Gott, das Lord, ja! Ich bring hier Feuerball noch rein, einfach nur für einen extra Chip. Der Fischer überlebt mit 0 AP. Bro, das ist so viel Damage. Digga, wir gewinnen das Spiel. Das war Peak Sahne. Wow, Digga. Ich wusste ganz genau, was am Cycle hat. Und ihr habt immer wieder, ich weiß, er hat mir zu viel, ich fand, er hat mir zu viel Guards, Mighty Miner, E-Spirit Value. Also, Guards immer so gespielt, dass ich halt pre-loggen konnte. Er hat sich auch sehr obvious gespielt, dann immer E-Spirit drauf, um die Guards zu töten, nachdem das Schild entfernt wurde. Irgendwie war sein Mighty Miner auch nicht optimal platziert, den konnte ich easy Fischer. Deswegen gewinnen wir das Spiel. Game 1 mit diesem Deck. Facecam wieder unscharf, fixen wir und dann gehen wir in Deck Nummer 2. Deck Nummer 2 in Allrounder, Hawkrider Cycle. Ja, es fuckt ab, ja, es ist broken, ja, es nervt, aber es ist ein overall so solides Deck. Wir spielen jetzt mit der Evo Walnuss, wurde gebufft, ein bisschen mehr Leben, aber ihr könnt es natürlich in auch unterschiedlichsten Varianten spielen, ist es immer stark. Egal welche Evo ihr spielt, ihr könnt von mir so Evo Tesla spielen. Evo Skelly ist wahrscheinlich die beste Variante mit Mighty Miner oder Ritter. Leute, die Stack, es ist broken, Junge. Miku Yoko, Diggi. Bring mal das Schwein rein, zack. Okay. Okay, mal schauen, was ich mache. Log einfach mal rechts. Log eigentlich einfach mal rechts. Cracker rein. Eisgeist. Okay, oh nein, meiner Poisonlampe. Na, meiner Poisonlampe. Meiner Poison ist natürlich auch ein Deck, ne? Könnt ihr auf jeden Fall spielen. Wird heute nicht vertreten sein, aber ist ein Deck, was ihr natürlich hundertprozentig spielen könnt. Es ist einfach so unfassbar stark, so unfassbar solide. Und ja, kann man auf jeden Fall clashen. Kann man spielen, kann man essen, dies, das, Ananas. So, Holz rein, zack, schnell Holz. Das wäre ganz nice, wenn der Eisgeist noch connected, weil durch den Eisgeist kassieren wir nur eine Wallbreaker Connection und nicht zwei. Das war relativ viel Damage. Die Frage ist halt, ob die Evo Walnuss in diesem Matchup besser ist als zum Beispiel die Evo Quakerin. Ich bezweifle es. Vor allem Evo Walnuss. Wo ist Evo Walnuss deutlich besser? Relativ einfach erklärt. Golem, Royal Hawks gegen solche Truppen will man lieber die Evo Walnuss haben.
Aber jetzt hier, boah, weiß ich nicht, Digi. Weil da zum Beispiel die Evo-Kraken deutlich besser in Offensive ist und die Walnuss, ich weiß nicht, ob die wirklich so viel jetzt gegen ihn macht. Klar, könnte vielleicht ab und zu die Miner wegziehen, vielleicht in der Offensive irgendwie ab und zu ein bisschen Chip-Damage. Aber mal schauen. So, was hat er jetzt vor? Okay, bring mal die Walnuss rein. Okay, er bringt so smarter Miner leider. Ah, muss ich leider die Schere heben. Das hat er gut gemacht. Hat er ganz gut geclashed. Okay, okay, bring jetzt hier mal eine Quakerin rein. Zack. Bitte triff, bitte triff. Sie ist so verloren. Ich schwöre, meine Quakerin ist so verloren. Es ist wirklich geisteskrank, wie verloren sie ist. Bro! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Dude. Oh mein Gott! Was ne verdammte Scheiße, Alter! Okay, mein guter Tesla. Was war das für eine Scheiße-Ability, Großer? Also für die Ability muss er ja allein gefühlt in den Knast. Okay. Jetzt hier mal meine EQ einfach mal rein. Vielleicht kriegen wir jetzt einen Hit. Nee, kriegen wir nicht. Trotzdem immer ein bisschen EQ-Schaden. Das Gute ist, dass wir bisher immer noch relativ... Okay. Das wird doch immer noch relativ gut führen, ne? Wir haben immer noch den Damage-Lead. Haben EQ, ne? Wir kommen immer wieder an den Turm. Wir haben am Anfang ihn einmal outcycled. Okay, und er weiß natürlich, dass er jetzt langsam Damage machen muss. Okay, das ist interessant. Gehen wir so rein. Hat er wieder einen Tesla hoch? Ja, macht er. Aber ich würde sagen, das Smarteste, was wir jetzt machen können, ist eigentlich sogar hier anfangen zu... ihn zu Spell-cyclen. Okay. Lock. Gutes Holz. Treffen noch die Dings mit. Das heißt, sein 3-Karten-Cycle ist auch wieder tot. Nächstes Schwein rein. Zack. Dieser Tesla ist es wirklich geisteskrank nervig. Skelette. EQ jetzt einfach mal hier rein. Guter EQ. Er muss doch was setzen. Das sind keine guten Evo-Skates. Das könnte ein Hit sein, bitte. Oh mein Gott. Das war ein guter Hit. Okay, Walnuss rein. Walnuss macht jetzt hier hoffentlich einen guten Job. Okay, Quakerin rein. Zack. Holz, zack. Fire Spirit. Das ist ja jetzt wirklich ein frecher Miner Poison Cycle. Das ist ja wirklich ein frecher Miner Poison Cycle, Leute. Ich bring jetzt hier mein Holz rein. Wo ist dein Tesla? Hallo, wo ist dein Tesla? Okay, Digi, wenn du keinen Bock hast, Tesla zu spielen, dann gewinne ich ja das Game. Deck Nummer 3 ist ein sehr, sehr unpopulärer Call, aber der Pack hat einen Buff bekommen. Der Golden hat auch gleichzeitig einen Buff. Wie ihr sehen könnt, er charged deutlich, deutlich schneller, als er vorher gecharged. Ich glaube, 3 Sekunden schneller insgesamt. Also, ich bin persönlich der Meinung, Packer könnte ein Comeback sein. Ist vielleicht nicht das overall brokeste Deck, aber ich will es reintun, weil es auch ein bisschen Liebe ist. Es ist eine Herzensangelegenheit. Wenn der Evo selber rauskommt, wird es noch deutlich besser, aber diese Variante ist meiner Meinung nach die beste. Magic Archer auch einen Buff bekommen. Sehr, 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 sehr krass. Der Magic Archer Buff ist, by the way, auch ein relativ krasser Skandal. Bin ich transparent mit euch? Ist ein Skandal. Keine Ahnung, warum der einen Buff bekommen hat. Ich check's gar nicht. Es war jetzt keine OP-Karte, aber es war eine relativ gute Karte. Also eine der besseren Karten. Aber ja, es ist halt auch eine Clash Royale Masterclass. So. Mal schauen, was wir jetzt hier mit Packer hinbekommen. Ich bringe jetzt meine Bats dahinter, okay. Zünde jetzt seine Ability. Ja, macht er. Das heißt, wir zünden unsere Ability noch und kriegen jetzt eine relativ saftig knaftige Connection immerhin auf die Spear Goblins, wenn ich auf dem Turm. Okay, Archers. Das ist jetzt irgendwie nicht so geil. Einer connected, aber es ist okay. Es ist okay. Wir haben immerhin schon ein bisschen Evo recyceln können. Oh, Bruder. Okay, Bombenturm. War der Bombenturm gut, ist die Frage. Ich bringe jetzt hier auf jeden Fall mal meinen Battle Ram davor. Ich hoffe... Ja, jetzt hier Bats rein. Oh, Digga, warum hast du den Delivery? Aber wow, der Magic Archer mit diesem einen Shot, das war der Buff. Killt einfach den kompletten, die zwei Spear Goblins. Und dadurch haben wir so viel. Warte mal kurz, wenn ich jetzt hier einen Golden an die Brücke spiele, ist das zu greedy? Geht er von da an den Turm? Ja, also ist nicht so an den Turm gekommen, aber wie ich es wollte, aber es ist gut. Boah, ich würde so gerne einfach weiter pressuren. Ich muss eigentlich noch Magic Archer bringen, weil ich habe gerade so eine gute Situation. Es ist zwar übelst aggressiv, aber Magic Archer kommt jetzt nochmal ein Hit, zwei Hits. 3 Hits, 4 Hits, 5 Hits, Dauer, 1 HP. Und das ist halt ein Free Zap. Klar, ihr könnt jetzt Evo Worldbreaker rein spammen, aber das ist okay, dann lasse ich den Damage zu. Okay, bringt Spear Goblins rein, bringe ich einfach nur Archers. Ja! Lach mich aus, Digga! Ich hab dich hops genommen, auch played. Ne, der Bombturm war der Fehler. Das Ding ist, er spielt anscheinend mit Poison und Delirious, das heißt, er hatte keine Reset, was auf jeden Fall gut ist. Ja, das muss ich durchlaufen lassen, das ist geisteskrank. Es ist viel Damage, ja. Es ist auch nur 2 Elixier. Aber ich hab halt nichts, Digga, ich hab halt nichts. Gut. Das war ein guter Outplay. Habe ich noch natürlich relativ gut gelümmelt dann am Ende. Hater würden sagen, nur an die Brücke spammen, aber Bro, ich spiele auch einen Packer Bridge Spam Deck, Digga. Das ist so, als ob du zu einem Arzt sagst, dass er nur Leben rettet. Wenn das sein Job ist. So, Golden hat rein, zack. Ja, ich muss hier so ein scheiß Ram spielen. Ich hoffe immer, dass die Bats getargelt werden. Sehr gut. Ein scheiß Ram, Diggi. Okay. Okay,
Okay, jetzt sind hier meine Ability. Boah, ich würde gerne so einen richtigen Psychosen Magic Archer bringen. Ich bin auch bereit für einen Psychosen Magic Archer. Hier bringe ich einfach meine Bats rein. Er wird eh jetzt hier gleich eine Delivery bringen, aber ist okay. Er bringt da Delivery. Ich weiß nicht, ob das so gut war. So, Archer Zap. Das Ding ist, er muss halt immer auf meinen Turm bekommen. Und wir chippen jetzt hier rechts und Pressure. Er muss jetzt eigentlich noch einen Bombenturm spielen. 4 Elixier Commitment. Nee, macht er nicht. Da bringen wir hier einen Poison drauf, einfach nur um die zu töten. Und jetzt hat er noch 20 Sekunden Zeit. Die Frage ist, hat der Kollege noch einmal Evo-Wallys? Evo-Wallys könnten krachen. Nee, kommen keine Evo-Wallys. Okay, 360, No-Scope, tu's! Lol, er hat's echt getan. Okay, jetzt hat er Evo-Wallys, müssen aufpassen. Schnell Arches rein, ja, zack, zack, zack. GG's Play, das sind die Top 3 besten Gash-Radex. Nach dem Update gerne einen kostenlosen Daumen oben lassen und den Kanal abonnieren, wenn du keine beiden solche Videos verpassen willst. Dann würde ich sagen, wir sehen uns heute Abend im Stream oder die nächsten Tage im nächsten YouTube-Video. Haut rein. Ciao, Digi.